Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge im LS25. Da wird man sich noch dran gewöhnen müssen, aber es ist soweit, der LS25, und wir sind in einem neuen Let's Play. Und ich habe jetzt mal bewusst hier den Startbildschirm gelassen von unserem kleinen Projekt, unserem Let's Play auf der asiatischen Map der Hutan Pantai, weil ich will mal schauen, ob das jetzt funktioniert, was man mir gesagt hat und was wir auch schon ein bisschen festgestellt haben in unserem kleinen ersten Stream auf der Riverbend Springs. Und zwar müsste jetzt rein theoretisch, wenn ich jetzt zum Helfer gehe, der tatsächlich von selbst weitermachen. Und das Ganze zeige ich euch. Ich habe es jetzt doch hingekriegt. Er hat ein neues Feld berechnet, dadurch, dass ich jetzt auf der rechten Seite, ihr seht es. Zack, ich springe mal kurz raus. Ja, wird aufgehalten. Dadurch, dass ich also jetzt hier dann gemalt habe, hat er tatsächlich jetzt hier ein Feld erkannt und hat auch hier drüben jetzt ein kleines Feld erkannt. Ob das allerdings funktioniert mit dem hier, mit dem Stall, mit dem Schafstall, den wir installiert haben, das weiß ich nicht. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie er hier weiterfährt. Denn wir müssen natürlich jetzt aufpassen, er wird hier ganz normal natürlich das große Feld abfahren. Wir schauen uns das Ganze mal von oben an, und ihr habt das vielleicht gemerkt, wieder mal ein kleiner Grafikfehler. Ja, da sieht man es jetzt nicht, aber diese drei Punkte. So, also wir sehen, er ist hier jetzt am Fahren und er wird jetzt hier, ich habe es ihm extra gesagt, dem Helfer, er soll auf jeden Fall erstmal die Innenbahnen fahren und schön hoch und runter, und das Vorgewende werde ich dann selber fahren müssen, wird nicht anders gehen, weil sonst wird er mir höchstwahrscheinlich, ich gehe mal davon aus, ich weiß es gar nicht, aber er wird mir höchstwahrscheinlich hier die Baumwolle, die ich habe, stehen lassen, weil das hat mich jetzt erstmal nichts gekostet. Und wir schauen mal, wenn wir die ernten, ob wir dann doch 3, 4, 5 Euro verdienen. Das wird natürlich nicht funktionieren, also muss ich rechtzeitig aufpassen, wenn er dann hier unterwegs ist, der Helfer, und dann hier drüben hinkommt. Dann müssen wir dann doch von Hand arbeiten. Und was wir hier mit dem Teil machen, weiß ich auch noch nicht, aber ich denke, da werden wir auch Gras drauf packen oder vielleicht noch ein weiteres Gewächshaus. Aber eigentlich sollte das für die Tiere reserviert sein. So, ihr seht also, soweit funktioniert es. Und warum ich da unten diese drei roten Punkte habe, ich weiß, ich bin auf Sendung, ich bin jetzt auf Sendung, aber das hat damit nichts zu tun. Das scheint wohl auch ein Bug noch zu sein, und wir warten natürlich auf den nächsten Patch für den LS25, weil ich hatte hier auch einen Start, da hatte ich dann links unten ein schwarzes Kästchen, und ja, merkwürdig, merkwürdig. Auf jeden Fall habe ich jetzt auch diese drei Punkte hier auf der Konsole, auf der PS5. So, er wird jetzt hoffentlich seine Bahnen drehen, und wir springen jetzt, wo springen wir denn hin? Augenblick mal, warte, zu ihm hier. Wir werden uns jetzt auf jeden Fall nochmal den Frontlader schnappen. Ja, ich weiß, das war ein bisschen ungeschickt, hätte ich nicht gebraucht. Hätte ich nicht gebraucht, hätte ich auch anders machen können. Aber wir holen uns jetzt den Frontlader und dann holen wir uns zwei Ballen Heu. Gras gibt es ja meines Wissens nicht. So, erstmal wieder vorne, erstmal, Augenblick, war schon, ablassen. So, die drei Punkte sind schon witzig. Die sollen aber irgendwann verschwinden angeblich. Naja, wir werden es weiterhin beobachten. Sudele, zack. Und dran das Teil. Und dann müssen wir nochmal schauen, eben mit der Werkstatt, was für eine Bereifung ich drauf habe, weil irgendwie kommt mir das schon komisch vor. Also die sind schon ein wenig dünn. Vielleicht, dass wir da Breitreifen draufpacken. Sehr gut. Ah, stopp. Ihr müsst es ja wieder so machen, ne? Huch. Also erstmal hoch. Genau, so passt das. Und ich hoffe wirklich, dass der Kollege mit dem Gras richtig arbeitet. Irgendwann wird er sich auch melden, weil ich glaube, der Dünger wird früh ausgehen. Saatgut müsste genug drin sein. Eine spannende Geschichte, genauso wie das mit den Spiegeln hier. Aber okay, damit werden wir leben können. Ich habe mich halt für die Maschinen hier erstmal entschieden, weil die eigentlich ganz gut natürlich zu einer asiatischen Map passen. Und wir wollen uns auch in der Richtung ein bisschen entwickeln, dass wir im Wesentlichen natürlich mit den asiatischen Geräten hier arbeiten wollen, sofern es welche gibt und soweit es geht. Aber wir werden uns natürlich auch nicht zwingen, sondern auf Funktionalität werden wir achten. Sehr schön. Also, Kreuzung und links.
Ah, und das Werbeplakat hat sich geändert. McDoon Pack jetzt und nicht mehr der Season Pass. Okay, komme ich hier vorbei? Auf jeden Fall kann ich aus dem Schlepper hier ordentlich rausgucken. Das ist gut. Na, hier komme ich wesens mal hier an der, ich weiß gar nicht, dass der B-Säule, kann ich hier an der B-Säule vorbeischauen. So, da ist jetzt wieder der, ja, ist egal. So, wir holen uns Ballen. Zack. Und dann werden wir uns die ersten Schäfchen kaufen. Und dann sind wir auch schon wieder deutlich weiter unten mit dem Geld. Ja, es wird jetzt doch langsam knapp. Da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Stopp. Wir müssen natürlich in den Shop, nicht in die Werkstatt. Ah, aber Werkstatt wollten wir ja auch noch. Gut, dass ich mich daran erinnere. So, ja, da läuft immer ein wenig komisch. Wir brauchen Ballen. Ballen werden wo sein? Ziemlich weit unten, vermute ich. Wir werden uns da noch ein bisschen dran gewöhnen müssen. Da sind die Ballen und, ja, es gibt nur Stroh, Silage oder Heu. Also, dann nehmen wir, ja, ich denke, ein Ballen wird uns doch reichen. Nehmen wir doch lieber zwei. Ja, zwei Stück. Da oben können wir einstellen, zwei Stück und ab die Post. Und dann wollen wir uns das Ganze nochmal ansehen. Mit den Reifen, die kommen mir wirklich ein bisschen arg mau vor. So, den anderen Schlepper müssen wir bei Gelegenheit mal reparieren. Zack, zack, zack. Konfigurieren. Also. Radgewichte. Mittlere Bereifung. Mit Gewichten. Ach was. Breitreifen mit Gewichten. Ja. Okay. Und Pflegebereifung. Ah, okay. Also, Zwillingsbereifung, Zwillingsbereifung, Standard. Ja, da würde ich doch sagen, wir nehmen die mittlere Bereifung mit Gewichten. Also, alles andere sieht doch ein bisschen merkwürdig aus, oder? Also, das sieht schon ein bisschen komisch aus. Wir nehmen mal die mittlere, das passt besser. So. Möchtest du? Ja, werde ich wohl müssen. Wird wohl kein anderer Weg dran vorbeiführen. Okay, Konfiguration wurde geändert. Ist denn wieder das Gewicht drunten? Ja, und irgendwie ist alles drunten, ne? Okay, also da hat sich nichts geändert. Anhängen, anhängen. Okay. Motor an. Und es quietscht. Ja, die Kotflügel sehen irgendwie, das sieht ein wenig komisch aus, muss man sagen, mit den Kotflügeln. Aber auf jeden Fall ist es so besser. So, jetzt schauen wir mal. Wir können den ja ein bisschen ausklappen hier vorne. Hervorragend. Ja, es bleibt dabei. Von innen wird es schwierig. Huch. War er schon eingestochen? Ja, das packt er. Das packt er mit dem Gewicht. Und dann bringen wir das Material mal runter. Kommt Verkehr? Nein. Sehr schön. Ja, können wir denn da hinten in der Ferne unseren Iseki sehen? Oder ist der bereits schon auf der langen Bahn? Oh, da fällt mir gerade noch was ein. Nee, nee, der müsste jetzt wirklich immer links, rechts. Ja, da ist er, da ist er. Man sieht ihn, noch fährt er. Und er fährt noch nicht in der Baumwolle. Naja, gut, im äußersten Notfall wäre es auch egal. Aber mir war es vor allen Dingen wichtig, dass man es hinbekommt, dass das Feld nicht flöten geht. Ihr habt es ja gesehen in der letzten Folge, dass er natürlich jetzt zuerst ein bisschen Schwierigkeiten hatte mit dem Platzieren von dem Schafstall. Und dann hat er tatsächlich wegen komische Spuren oder Bahnen gebaut im Schafstall. Und nur dadurch, dass wir jetzt das Feld verkleinert haben, hat jetzt wieder der Helfer ordentlich gearbeitet bzw. gerechnet, der KI-Helfer. Und das ist mir natürlich schon sehr, sehr wichtig bei der Größe des Feldes. Aber dann wissen wir auch Bescheid, dass wenn wir das Feld einfach nur mit verschiedenen Fruchtarten oder Fruchtsorten, Feldfrüchten unterteilen, dann wird das natürlich nicht mit dem Helfer funktionieren. Also jetzt einfach sagen, wir dritteln. Nee, da müssen wir auf jeden Fall mit GPS arbeiten. So, wir haben hier einen kleinen Unterstand, ein kleines Lager für unsere Ballen. Da packen wir die dann rein.
So sind natürlich die Standardteilen von Hörmann, wenn ich richtig weiß, oder? So, dann werden wir uns aber einen Ball schnappen, weil das sollte es ja tun. Und dann gehen wir jetzt in den Tierkauf. Freunde, es passiert gleich, es passiert gleich. So, Motor aus. Wo ist denn hier der Tierträger? Wo ist der Tierträger? Ein Königreich für den Tierträger. Hier. So, aber wir werfen lieber nochmal einen Blick. Nee, das sieht gut aus. Das sieht wirklich sehr gut aus. Ja, der fährt jetzt die Bahn hier schön hoch und runter. Den Kollegen kann man jetzt was heißen. Ja, ja, das wird ein sehr, sehr großes Grasfeld. Also mit dem Gras, da können wir Ballen machen bis zum Abwinken. Ja gut, das Thema Ballen, Silageballen, wisst ja, dass wir im Moment ja nur eine einzige wirkliche Presse haben, die das macht. Und das ist diese John Deere, wenn ich richtig weiß. Hier, die John Deere für 112. Was würde die denn kosten in der Miete? Wickelfolie, Rundballennetz, ist klar, nee. Ja, 5000. Also wenn wir dann wirklich hier am Stück arbeiten wollen, ansonsten brauchen wir ja sowieso eine Presse. Und da sollten wir dann gucken, 150, ne? Weil die Sache ist ja die, wenn wir wickeln, dann kann diese Wickelkombi 150, die macht 180, die macht 180 und 220er Ballen. Gut, da müssen wir uns Gedanken machen, weil die ist natürlich groß, ne? Alles klar. So, wir wollten uns jetzt aber um die Tierchen kümmern. Augenblick, hier wieder zurück, aussteigen und dann schauen wir mal, wo die Tierchen sind. So, und dann fällt mir gerade auf, haben wir eigentlich Musik? Ah, sehr schön, dann bekommen die Tierchen ja jetzt Musik. Also, wir haben hier das Landschaf. Genau, hier oben steht Schafe und Ziegen. So, die gibt es an den verschiedenen Altersstufen. Und da sind die Ziegen. Also Ziegen gibt es anscheinend nur eine Sorte und wir wollen ja Ziegen haben. Und Ziegen produzieren Ziegenmilch, die direkt verkauft oder weiterverarbeitet werden kann. Ziegen fressen Gras und Heu. Außerdem benötigen sie Wasser. Oh, da sind wir wieder beim Thema. Das ist ein Lamm. Tiere, die gesund und älter als 8 Monate sind, können sich fortpflanzen. Okay. Okay, wie sieht es aus mit den Schafen? Auch die benötigen Wasser. Ja, aber ich glaube, das ist nicht das, was Wasser einfüllen müssen, sondern das Wasser wird automatisch abgezogen. Naja, wie auch immer, wir gönnen uns. Ja, fangen wir hiermit an. 200, einfach damit wir sie gesehen haben. Kaufen. Jupp. Dann machen wir hier auch 2 Stück rein, kaufen. Jupp. Und da machen wir dann, damit ein bisschen was auch geht hier, 6 Stück rein. Jupp. Und das gleiche machen wir mit den Schafen. Dann sind wir auf jeden Fall erstmal im Spiel. Nehmen wir Bentheimer, nehmen wir Alpines. Wir nehmen Bentheimer oder schwarze Bergschafe. Keine Ahnung, was es in Asien für Schafe gibt, wenn es überhaupt Schafe dort gibt. Aber ich glaube, die sind neu, oder? Ja, wobei, das ist ja nur die, ja... Ja, aber ein Schaf muss weiß sein, oder? Wir nehmen die Bentheimer. Auch hier 2 Stück, damit wir uns dran erfreuen. 2 Stück. Und hier nehmen wir auch wieder 6 Stück. Dann haben wir 20. Und jetzt bin ich mal gespannt, was hier auf der Weide los ist. Ja, guckt euch das an. Guckt euch das an. Mit den Jungtieren. Eieieieie. Und da springt es doch. Sehr schön. So, jetzt wollt ihr aber auch bestimmt was zu futtern. Wobei es ja so ist, dass die jetzt auch von der Weide fressen können. Wir schauen mal rein. Bei Tieren. Wir haben jetzt Ziegen. Und Weide 100%. Gras 100%. Ach, die können auch nur von der Weide fressen? Okay. Okay, Zustand, Ziegenmilch, Wolle. Ja, Ziegenmilch, Wolle. Okay, das wird dann entsprechend angezeigt. Wasser sehen wir hier nicht. Also wir können jetzt hier das Gras einwerfen oder das Heu beziehungsweise. Und dann sehen wir mal, wie sich das Ganze hier entwickelt. Und das müsste doch jetzt verschwinden. Hervorragend. Wir können also mit Ballen arbeiten. Das ist sehr schön.
Kapazität 8000. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Das gefällt mir. Sehr schön. Produktivität. Yo. Ja, da können wir doch sagen, da haben wir jetzt was geschafft. Okay. Den anderen Ballen werfen wir mal das nächste Mal rein. Wasser müsste hier automatisch kommen. Da ist Wasser drin, da müssen wir uns um nichts kümmern. Da gibt es dann mit Sicherheit unter Finanzen. So, da, Finanzen, Finanzen. Da wird es bestimmt irgendwo Wasser geben, oder? Ja, Kosten Wasser. Genau, und da wird das mit Sicherheit auch weiterlaufen. Und bei dir sprießt's wohl. Wir haben eine Trophäe erhalten. Sehr schön. Und es klappt doch. Wunderbar. Ja, hier müssen wir dann noch ein bisschen malen. Das habe ich eben entsprechend hier abgemacht oder abgearbeitet. Hier müssen wir auch noch ein wenig malen. Müssen wir noch gucken. Aber das kostet ja alles Geld. Ah, hier hat er reingemacht, das Feld. Aber schön, schön, schön. Wirklich sehr schön. Und da ist Action. Ja, die Lämmer sind unterwegs, ne? Da hat doch einer eine Freude. Ja, zum Glück glitscht sie nur durch den Zaun, aber rennt nicht durch den Zaun. Da bin ich auch mal gespannt, ob das alles so sauber funktioniert. Aber das sieht doch wirklich hervorragend aus. So, dann schauen wir mal, was jetzt als nächstes ansteht. Eigentlich jetzt im Moment so viel gar nicht, ne? Wir müssen halt gucken, dass wir unsere Wiese sauber hinkriegen. So, den stellen wir mal hier ab. Und dann interessiert mich, haben wir hier denn in der Halle irgendwas Besonderes drin? Eine Werkstatt oder was? Nö. Habe ich nämlich noch gar nicht geguckt. Was ist denn hier drin? Ah, das kriegen wir gar nicht auf. Ja, ich muss mal den Hof auch ein kleines bisschen erkunden. Geht das hier auf? Nee, das geht nicht auf. Okay. Ach, das ist eine eigene Halle, deswegen. Okay. Sehr schön. So, müssen wir Diesel kaufen? Der ist leer. So, dann würde ich doch sagen, naja, wir können ja mal auf jeden Fall ein bisschen, damit wir was haben. Und ihr wisst ja, haben ist immer besser als brauchen. So, da müssen wir dann hier ranfahren. Auch diese Halle. Ja, da kann man natürlich dann wunderbar eventuell einen Schlepper reinkriegen, beziehungsweise eine Erntemaschine. Gut. So, wie sieht's denn aus? Kommen denn hier eventuell schon die ersten Paletten? Naja, ich glaube nicht, ne? Aber hier können wir mal reinschauen. Die Pilze! Die Pilze, Pilze, Pilze! Hervorragend. So sieht es also aus mit den Pilzen. Spannend. Ja, dann machen wir lieber die Tür wieder zu. Da drüben am Gewächshaus ist die Tür auch noch offen. Da läuft unser Grünkohl, wenn ich richtig weiß. Ne, unser Chinakohl, oder? Chinakohl, genau. Sehr schön. Hier haben wir ja die Lauch, den Frühlingslauch. Und hier haben wir unseren Knoblauch. Mmh, feini, 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 feini. Sehr schön. Ja, Freunde, wir werfen noch mal einen Blick hier auf den Kollegen. Der macht seine Arbeit hervorragend, so wie es aussieht. Ja, und ich denke, dann werde ich dieses Feld jetzt soweit fertig machen. Und vielleicht noch ein bisschen Wasser auffüllen. Das kann ja nie schaden für unsere Gewächshäuser. Den Ziegen geht soweit ganz gut. Und was wir eigentlich jetzt dann noch bräuchten, ja, das ist natürlich ein Gabelstapler. Da gucken wir mal rein, was ist, haben wir denn hier im Angebot? Aber da warte ich auf jeden Fall noch bis nächsten Monat. Jetzt müsste ich gerade mal schauen. Wie sieht denn das aus, wenn wir dieses Teil mieten? Was kostet uns dieses Gerät? 635.000 im Kaufen. Was würde der zur Miete kosten? 32. Ja, das wird spannend. Das wird spannend. Wir haben dann irgendwo noch diese Spezialgeräte. Baumwolle. Da werden wir den hier mieten müssen. Und der kostet dann uns 24.000.
Ja, und wenn wir nicht schnell genug sind, nochmal 10.000 dazu. Okay, aber wir werden es probieren. Mal schauen, was Baumwolle bringt. Aber die Frage war ja gerade eben, einen Stapler. Wo finde ich einen Stapler? Ha. Wo sind die Gabelstapler versteckt? Forstwirtschaft, Tierhaltung? Trauben und Oliven? Sonderkulturen? Kann das sein, oben bei den Teleskopladern? Ah, bei den Ladern, okay. So, welche haben wir denn? Wir haben den klassischen und den Manitou. Ja, wenn, dann brauchen wir den klassischen. 55.000. Eieieiei, ich glaube, den werden wir uns mieten. Ja, den werden wir uns, denke ich, auch mieten. Der wird nicht so viel kosten, oder? Ja, 2.800, aber dann pro Tag 550. Ja, wir müssen mal gucken, wie wir hier über die Runden kommen, denn der Kontostand geht runter. Und was wir ja auch noch brauchen, das ist ganz, ganz wichtig, sind natürlich auch ein Mähwerk. So, was haben wir denn da im Angebot, dass wir mit 180 PS bedienen können? Gras, hier, Mähtechnik. Da haben wir 110, 100, eieiei, das wird auch schon wieder eng. Kuhn, 80 und 60. Okay, das sieht mir eher nach dem Kuhn aus. Naja gut, 18 und 13, das ist noch erschwinglich. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch einen Schwader. Ja, und da sollte es fast der Samasch sein. Ja, der ist wesentlich günstig. Mehr brauchen wir da auch nicht. Tja, und dann bräuchten wir eben einen Wickler. Weil wir sollten ja Ballen haben. Tja. Aber da sind ja die Preisunterschiede nicht allzu groß. Da werden wir uns noch entsprechend umsehen. Freunde, das soll es gewesen sein für diese Folge. Die dritte auf unserem Asia-Projekt. Wir sind in einem Let's Play angekommen für den LS25. Endlich geht's richtig los. Ich freue mich. Und ich hoffe, ihr ebenfalls auch. Also, wir fangen hier schön gemütlich an mit einem schönen, schönen kleinen 8 Hektar großen Gelände. Haben unseren Starthof und machen natürlich jetzt erstmal im Wesentlichen auf Gewächshäuser und schauen mal, was da dabei dann rumkommt, und wir brauchen noch einen Anhänger, um das ganze Zeug zu verkaufen. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen, und wie immer gilt, lasst gerne ein Abo da und ein Like, das würde mich sehr, sehr freuen, und ich sage an dieser Stelle wie immer, tschüss, ciao, cheerio, euer Baden-Farmer.